Ich erinnere mich, da war ich ungefähr 20. Ich war in Südafrika. Ich war in Jeffreys Bay, Garden Route, ein wunderschöner Ort. Da waren die Wellen nicht ganz so hoch, aber es ist ein Surferparadies. Und ich habe mich so ein bisschen ausprobiert, so als Deutscher im Wellenreiten. Auf dem Brett gestanden bin ich dann erst später. Also da hat man sich probiert, aber es war schon eine tolle Erfahrung. Ja. Und wenn ich so an Mitarbeiter entwickeln denke, überhaupt Menschen, die sich weiterentwickeln, denke ich oft so an Surfen. Weil es kommt immer wieder eine Welle, ja. Und wenn du da bist, es ist schon ein ehrfürchtiger Moment, wenn die Welle anrollt. Weil im Wasser, wenn du da drin liegst, sieht die Welle viel höher aus, als sie eigentlich ist, ja. Die hier ist natürlich extrem hoch. Das ist für die Profis. Aber schon wenn die Welle 1 Meter ist, 1,50, hast du echt Angst, ja. Und so ist es ja oft auch für Mitarbeiter, ja. Da kommt eine Herausforderung, da ist Momentum, da ist jetzt, keine Ahnung, eine Krise, Corona-Krise. Wir müssen was verändern. Verschiedene Dinge, die sich am Markt verändern. Immer wieder gibt es Herausforderungen im Job, in der Rolle, in der ich bin. Und es kommt eine Welle nach der anderen. Und ich als Mitarbeiter, ist gar nicht immer so leicht, die Welle zu catchen. Ja, und manchmal verspult es uns auch. Und wenn aber es gelingt, dass ich in den Herausforderungen, in den Aufgaben, die da kommen, eben diese Welle kriegen kann, wenn ich das lerne zu surfen, dann gibt es Weiterentwicklung. Und für mich ist die Frage des Berufsethos, ja, wenn vielleicht bist du Führungskraft, vielleicht bist du Personaler oder eben jemand, der eher vom Externen kommt, immer als Coach oder Trainer, so bin ich. Ich war lange Führungskraft, aber aktuell bin ich eher in der Position des Externen. Ich finde, es sollte unser Berufsethos sein, dass wir wollen, dass Menschen sich weiterentwickeln. Ja, deswegen sind wir angetreten. Also sonst brauche ich den Job nicht machen. Ja, dann kann ich was anderes machen. Aber ich möchte doch, dass Menschen lernen, an den Herausforderungen weiterzukommen. Und für eine Führungskraft kann es sogar bedeuten, dass jemand bald besser surfen kann als du. Also wenn du als Führungskraft dieses Mindset, diese Einstellung hast, hey, ich möchte sogar, dass meine Mitarbeiter an irgendeinem Zeitpunkt sogar über mich hinauswachsen und besser sind als ich. Das ist eigentlich die richtige Einstellung. Ja. Und auch wenn ich als Coach von außen komme, ja, dann ist nicht meine Einstellung, ich will jetzt hier irgendwie ein Feuerwerk abfackeln, wo alle applaudieren und sagen, toll gemacht, super Coach, sondern das Ziel muss sein, dass die Menschen, die da sind, mit denen ich arbeite, dass die sich weiterentwickeln. Und jetzt ist für mich so die Frage, was braucht es eigentlich erstmal dazu, dass sich Menschen weiterentwickeln? Und vielleicht habt ihr schon mal gehört, schon über 10 Jahre her, aber Google hat damals eine Studie gemacht, das Projekt Aristoteles, und es hat eingeschlagen wie eine Bombe, weil das hat einfach was aufgezeigt, was bis heute nachhallt, ja. Und sie haben ja damals gesucht, hey, was macht diese High-Performance-Teams aus? Warum sind Teams so gut? Warum? Zahlentechnisch, also die haben nachher gute Zahlen. Das ist nicht nur, wow, wir sind eine tolle Truppe und wir lieben uns, ja, sondern es ist wirklich nach Zahlen belegt, was sind erfolgreiche Teams, was macht die aus? Und da kamen ja diese 5 Punkte rein, die extrem wichtig sind. Ich gehe sie ganz kurz durch. Also ist der Sinn klar vom Team, ja? Wird ja jeder von euch sagen, das ist total wichtig, wenn der Sinn nicht klar ist. Also es gehört unter die Top 5, auf jeden Fall. Strukturen, Klarheit muss herrschen. Also was sind die Spielregeln? Wie gehen wir die Sachen an, die besprechen wir, Entscheidungsprozesse und so weiter. Zuverlässigkeit des Einzelnen, dass jeder das einbringt und auch zuverlässig ist. Die Bedeutsamkeit des Einzelnen, also dass jeder das Gefühl hat, ich habe eine Bedeutung mit dem, was ich tue. Mein Beitrag ist wichtig in diesem Team. Und das Fünfte ist ein Begriff, den man im Deutschen gar nicht so geläufig hat, psychologische Sicherheit. Dazu sage ich gleich noch mehr. Das ist letztendlich die Sicherheit, dass ich mich so wohlfühle in einem Team, so eine Atmosphäre herrscht, eine konstruktive Atmosphäre, dass ich mich trauen würde, Sachen zu sagen, die vielleicht auch mal unangenehm sind, ohne dass ich Sanktionen erwarte. Also es hat viel mit Vertrauen zu tun. Jetzt könnt ihr mal raten, was Platz 1 wurde in dieser Geschichte. Ja, also das sind die 5 Top, aber was ist Platz 1 geworden? Man muss vielleicht dazu sagen, dass jedes Team, also wenn ich in ein Team reinkomme und ich mache mit einem Team eine Teamentwicklung, ja, dann kann es gut sein, dass eins dieser 5 plötzlich das Bedeutsamste ist, weil das vernachlässigt wurde. Ja. Also von daher kann jedes für einen situativen
Teamzugang, also irgendwie, wo ein Team steht, gerade das Wichtigste sein. Aber jetzt mal in der Schnittmenge, was kam raus mit absoluter Mehrheit, war tatsächlich psychologische Sicherheit. Und das hat damals, was eben bis heute nachhallt, unterstrichen, das Talent des Einzelnen ist ja gut. Ja, ist ja toll, dass Leute was drauf haben. Ist auch toll, dass sie fachlich ausgebildet sind. Aber das Umfeld, die Kultur eines Teams ist wesentlich wichtiger für die Performance am Ende, als wir vielleicht bisher dachten. Und ich nenne das gern ein Safe Space, also irgendwie ein Ort der Sicherheit. Und psychologische Sicherheit bedeutet dann eben, es ist eine Arbeitsatmosphäre, wo Vertrauen ist, aber auch Aufrichtigkeit. Also da wird ja nicht Honig um den Bart geschmiert, da wird auch angesprochen, was nicht gut ist. Aber da ist so eine Sicherheit, dass das auch geht. Ja? Man kann offen die eigene Meinung sagen, ohne Sanktionen zu befürchten. Ja? Die individuellen Stärken, Talente, Fähigkeiten werden geschätzt, aber sie werden auch gefordert. Das ist ganz entscheidend. Und dadurch, weil sie geschätzt und gefordert werden, werden sie auch gefördert. Und das vielleicht für mich wichtigste Wort ist, dass es Lernmöglichkeiten gibt. Jeder Fehler ist eine Lernmöglichkeit. Das macht psychologische Sicherheit aus. Traue ich mich überhaupt, Fehler zu machen? Und wenn ich Fehler gemacht habe, kann ich in der Atmosphäre der Gruppe, werde ich gespiegelt, werde ich darauf aufmerksam gemacht und kann ich aus diesen Fehlern lernen? Noch ein ganz wichtiger Aspekt, da gibt es noch mehr, aber das ist auch noch so richtig, jeder kommt auch zu Wort. Ja? Also das ist auch wichtig. Also eine konstruktive Lernkultur ist entscheidend, dass Menschen sich entwickeln. Und das ist was, wo wir vielleicht alle mal erlebt haben. Ja? Also vielleicht warst du mal in einem Umfeld, stell dir mal irgendein Umfeld vor, vielleicht warst du in der Schule damals bei einem Lehrer oder einer Lehrerin, wo keine konstruktive Lernkultur war. Ja? Ich sehe das bei meiner Tochter jetzt, die hat so eine Freude an Englisch. Und jetzt ist da eine Lehrerin, wo irgendwie diese Atmosphäre nicht schaffen kann im Folgejahr. Und du merkst schon, die Freude im Englischen weiterzukommen, im Englischen zu wachsen, hat jetzt total abgenommen, weil die Atmosphäre jetzt fehlt. Also wir unterschätzen absolut die Kultur in Teams. So, ich bin systemischer Berater, ist ja klar, von mir muss das kommen. Das System, ist das ein lernendes System? Oder traut sich keiner was zu sagen? Wie selbst offenbaren sie die Leute und wie funktioniert auch Feedback tatsächlich? Also als systemischer Berater ist für mich das total gewachsen, die Bedeutung der Kulturarbeit, die Bedeutung von schaffe ich als Führungskraft diesen Safe Space. Es ist Arbeit, das ist nicht Schnipp, das macht man nicht einfach so. Das ist jetzt auch nicht, was ich jetzt hier in die Tiefe bringen kann, weil du musst ja auch jedes Team angucken, was würde dort diese Kultur schaffen. Aber es braucht eben diese Räume des Vertrauens, dieses Austausches. Ich nehme mal ein Beispiel raus. Gerade Feedback ist ja so ein Beispiel. Ne? Das ist ja ganz oft das Thema in Kommunikationsseminaren. Und ich habe festgestellt, wenn ich in unterschiedliche Unternehmen komme, ist die Reaktion allein schon auf das Wort Feedback komplett unterschiedlich. Also da gibt es Leute, da sagst du nur Feedback und dann zucken alle zusammen, weil die Kultur so ist. Ja, das ist eher eine Angstzone. Ja, das wäre jetzt hier unten rechts. Ich werde gleich auf das Bild eingehen. Ihr seht, dieser Zeiger nach rechts bedeutet, ein hoher Standard an Performance zu haben und das Feedback ist sehr, also sehr konfrontativ oder aufrichtig. Es wird gesagt, was falsch läuft. Und wenn das übersteigt, im Gegensatz links zu der Wertschätzung und das mitfühlende Feedback, auch Empathie, auch eine Feinfühligkeit, auch eben dieses Sicherheitsgefühl. Also wenn du nur das eine hast, ohne das andere, dann bist du in der Angstzone. Das sind die Unternehmen, wo oft eher Lähmung ist. Ja? Weil diese rücksichtslose Konfrontation stattfindet, alle haben keinen Bock mehr auf Feedback. Man macht sich gegenseitig fertig. Ich habe so Leute in der Beratung, die sagen, hey, ich bin eigentlich im Haifischbecken hier. Und jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, kannst du dich da entwickeln? Natürlich kannst du dich da nicht entwickeln. Du musst dich in einem Haifischbecken, musst du dich schützen, dass du nicht aufgefressen wirst. Du lernst vielleicht eine Sache, und das ist Überleben und dich durchboxen. Das lernst du, okay. Aber was ist mit deinen Potenzialen, von denen du noch gar nichts weißt? Können die sich entfalten? Bedingt vielleicht. Es gibt aber auch das andere Extrem, dass
Wertschätzung zwar ein hoher Wert ist, das sind so die anderen Unternehmen und Organisationen, wo ich hinkomme, da wird es sehr hoch gehalten. Ja, bei uns ist Feedback ganz normal, wir sind wie eine Familie, wir gehen gut miteinander um und so weiter. Das ist vielleicht dieser Wert hoch, aber es ist nicht so aufrichtig. Also, ich erlebe das ganz oft, ohne das jetzt werten zu wollen, aber in sozialen Einrichtungen. Das ist mir echt aufgefallen, dass da alles irgendwie freundlich sind und hohen moralischen Wert haben, weil ja an Menschen gedient wird. Das ist ja eine soziale Einrichtung. Aber manchmal ist es nicht aufrichtig. Da wird oft hintenrum geredet. Und wenn ich Leute begleite, ist das oft das Thema. Ja, wie kannst du eine andere Kultur leben der Aufrichtigkeit in einem System, wo viel nicht ehrlich ist? Die Gefahr wäre, dass wir in so einer Komfortzone sind, dass wir uns verwöhnen. Also wenn man Leute immer nur behätscheln und alles ist in Ordnung und du bist klasse, aber nie sagen, hey, hier ist eine Herausforderung, ich glaube an dich, dass du die machen kannst, also dass dieser hohe Standard an Performance nicht da ist, dann könnte das zu desaströsem Wohlwollen führen. Das ist auch ein spannendes Wort. Ich habe das Modell übrigens von Kim Scott und andere. Ich habe es ein bisschen ergänzt, ein bisschen anders angewendet, aber haben andere schon vorgeebnet. Jetzt muss ich natürlich noch auf die Apathiezone eingehen. Das ist die innere Kündigung. Das passiert dann, wenn weder noch da ist. Also in einer Feedback-Kultur, wo weder Wertschätzung noch ein Anspruch da ist, dann ist irgendwie gar nichts da. Das ist manipulative Unehrlichkeit. Ich selber war schon mal in so einem Zustand auch selber, als ich 8 Jahre Führungskraft war. Das war ein gutes Unternehmen und das war eine gute Organisation, aber für mich war das fast schon so ein Apathiezustand, weil wir nicht mehr ehrlich miteinander waren und weil ich auch keine Herausforderungen mehr hatte. Also weder noch. Was ist psychologische Sicherheit? Das ist natürlich die Wachstumszone. Wir reden immer von Empowerment, ne? Und so. Wann findet es statt? Es findet dann statt, wenn ich eben diesen Safe Space habe, diese Lernatmosphäre, Wertschätzung kombiniert mit Aufrichtigkeit. Oder Aufrichtigkeit kombiniert mit Wertschätzung. Sind jetzt einfache Worte. Dafür brauche ich Tools, dafür brauche ich Methoden, auch als Führungskraft das einzuführen. Aber ich finde, da ein Augenmerk zu haben, ist wichtig. Das ist die Haltung, die wir brauchen, um überhaupt Mitarbeitende weiterzuentwickeln. Und zwar aus jeder Perspektive heraus. So, und jetzt mache ich so den Bogen rüber. Sind wir wieder beim Wellenreiten? Vielleicht kennt ihr das aus den Filmen, gerade bei hohen Wellen, ja. Da gibt es ja immer diese Jetskis hier. Und ist ja auch nicht ganz ungefährlich, sich da in solchen Gewässern aufzuhalten. Und so ein Jetski finde ich irgendwie cool, der holt die Leute raus, falls sie untergehen. Ja, also das ist wie so eine Hilfe, die kommt, wenn Leute untergehen. Und das finde ich auch ein tolles Bild für so eine Führungskraft. Du holst deine Mitarbeiter auch mal raus. Wenn sie sich mal überschlagen bei einer Aufgabe, wenn die Aufgabe zu groß wurde, ja, hat auch was mit Safe Space zu tun oder wenn jemand einen Fehler gemacht hat. Und gleichzeitig ist aber auch der Jetski dafür da, um die Leute in die Welle reinzuziehen, weil sie selber das vielleicht gar nicht schaffen oder vielleicht gar nicht den Mut haben. Und manchmal braucht es eine Führungskraft, die sagt, hey, ich glaube, dass du es schaffst, und wenn die Person selber das noch gar nicht glaubt. Und da ist für mich eben DIS und G das ganze Know-how, das wir davon kennen, diese Sprache, die wir eigentlich gelernt haben, eine Hilfe. Für mich ist es wie der Jetski, der mir hilft, Mitarbeiter oder Leute, die in Unternehmen arbeiten, Organisationen arbeiten, reinzuziehen in die Welle oder sie auch mal rauszuholen aus dem Strudel.